da schon wieder? Sieht aus wie ein Wanderscheißhaus. Du hast ja an alles gedacht. Wohin? Hierauf. Da, hinter das Kulturhaus. Hinter das Kulturhaus? Da ist doch der Bedarf am größten. Da kann uns ja nichts mehr in die Hose gehen. So, dann habt ihr unser Dorf kennengelernt. Neidisch hier Stadtpflanzen. Ich kenn's noch aus der Zeit, als wir euch die Kartoffeln rausholen. Wie hieß doch damals gleich? Tag. Tag. Was ist Arbeiter und Bauern macht? Wenn der Arbeiter dem Bauern die Arbeit macht. Na, wo soll's denn hin? Säulenberg. Aha. Du, sag mal, gibt's denn hier keine Kneipe? Na klar, die Kneipe liegt da, aber zum Reitplatz geht's dort lang. Da wollen wir nicht erstmal einen kleinen... Nein, nein, tu mal was mit deinem dicken Bauch. Das wollte ich doch. Ist ja gut, ist ja gut. Menschenskinder, Leute, Kollegen, wenn ich eben den Kopf rausgehalten habe, dann bedeutet das noch lange nicht, dass ich für alles den Kopf hinhalte. Aber ich sollte doch wohl endlich den heutigen Abend eröffnen. Viel hat sich heute getan. Ein Höhepunkt kommt noch hinzu. Aus Berlin, die Gruppe Kreis. Gekommen? Der ist doch schon hier. Na dann, viel Spaß. Hallo Johnny, hallo. Weißt du, wo Hannes ist? Ja, gesehen habe ich ihn irgendwo. Danke. Guten Abend. Tag. Nacht. Faszinierte mich. So ein Mädchen. Ich war hin. Monika, setz dich doch zu uns. Na, komm doch her. Kennst du mich? Kann ich da noch? Mach doch nichts. Nur noch dich. Komm hier. Zeig dich. Nur noch dich. Monika, ich weiß was. Komm mir nicht zu nahe, du Papppferd. Bevor du kamst, klingelte das Telefon. Hannes wurde an den Apparat gerufen und raste sofort zum Gestüt. Nun war die ganze schöne Anmalerei umsonst. Ich an deiner Stelle würde dem nicht hinterherfahren. Ich fahre doch nicht. Richtig, ja. Prima, dann können wir dein Fahrrad wieder mit nach Hause nehmen. Komm ja schon. Robby, wenn ich dich nicht hätte. Bitte? Danke. Tschüss. Tschüss. Tja, Alter. Wir werden uns langsam daran gewöhnen müssen, dass unsere Kinder erwachsen werden. Mensch, Horst, jeder soll das machen, was er am besten kann. Dann gehe ich noch lieber in die Forschung. Was? In die Forschung. Und die Rennbahn? So, liebe Freunde, nach den Eisenrhythmen soll euch nun der nächste Titel ein ganz klein wenig zum Träumen anregen. Du, ich? Naja, du hast mir gleich gefallen von Anfang an. Du spinnst. Doch, doch.
Mensch, wie soll ich sagen? Mit dir kann man einfach über alles quatschen. Nur so. Du verstehst alles. Das bildest du dir doch bloß ein. Nee, das ist uns anders. Du hast eine Frage. Und was kommt als Antwort? Eine neue Frage. Du suchst einen Rat und was passiert? Du musst dir selbst einen Rat geben. Na, ist das so. Und Monika? Sprecht ihr nie darüber? Sprechen worüber denn? Mit Mond. Mond. Nein, nee. Ich bin Hannes, der Ratgeber. Der Vater der Dinge. Und ein ganz schöner Idiot. Wollen wir gehen? Hey. Du, Hannes. Ich muss jetzt da lang. Es hat doch keinen Sinn. Komm mit. Komm. Und danach? Hör doch auf. Man kann sich die Menschen nicht einfach so nach Belieben zusammensetzen. Ein bisschen sie, ein bisschen ich. Das Wesentliche, glaub mir das. Ja, das brauchen doch die anderen nicht zu merken. Hm? Wisch dir wenigstens die Tränen ab, das bringt Unglück. Mich schnell mal nach Hoppegarten fahren. Hoppegarten? Ja. Nein, da. Ja, mich mal schnell hinfahren. Mensch, gerade heute ist verdammt wichtig. Na ja. Fang auf, Karre. Gut. Nese. Ich verlasse mich auf dich, okay? Hm. Geht klar. Stutzhelme. Ja. Soll ich auf dich warten, Udo? Ja, warte auf mich. Warte auf mich. Warte auf mich. Warte auf mich, bin gleich wieder da. Ist gut. Hey. Ach, Entschuldigung. Hey, Junge, 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 Junge. Willst du mich anmachen? Auf ihn anmachen. Gute Fahrt! Na, was ist denn nun? Das Güter-Taxi wollte längst da sein. Und Monika kommt auch nicht. Sagen Sie mir bloß nicht, Sie haben daran überhaupt keine Schuld. So ein nettes Mädchen. Ja, ja. Soll ich Sie vielleicht auf Knien betteln? Genau so war mein seliger Petermann auch immer. Nur nicht den ersten Schritt tun. Ach, glotzen Sie nicht wie ein Stoffhund. Tun Sie was. Ja, was denn? Sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Die Kammer, die ist immer noch da für Sie. Wetten, dass Kreisdorf sein Museum bekommt? Ich kenne sie doch.
So, so, du kennst mich also. Das sagt sie auch immer. Helga, meine ich. Das ist es ja vielleicht. Was? Na Mensch, dass sie mich nicht verkraften konnte. Immerzu habe ich nur Verständnis verlangt. Das war zuletzt schon ganz normal. Normal. Hast du eigentlich auch schon solche Erfahrungen gemacht? Man hat immer nur genommen. Und dann stellt man fest, dass das mit dem Geben gar nicht so einfach ist. So was. Quatsch! Was erzähle ich dir das eigentlich, du grüne Karotte? Blöder Tag für mich heute. Zum Teufel, wie steht's eigentlich mit dir und Hannes? Hä? Gibt's endlich mal eine Hochzeit? Das ist doch noch gar nicht. Die wird natürlich hier im Dorf gefeiert. Aber keine Widerrede. Kulturhaus, alle Räume, Schlachtfest, Tombola und 3 Tage lang, klar? Ihr sagt mir rechtzeitig Bescheid. Und jetzt geh. Deine Reiter werden Augen machen. Tschüss. Unter der Führung von Pegasus vor Branko und Tibi außen kommt das Feld in die Zielgerade. Wunderbar! Wunderbar! Lauf doch zu! Lauf doch! Nicht. Ja, Tivoli! Ist doch super klar! Oh, bravo! Tivoli! Oh, Mensch! Ich gratuliere Ihnen recht herzlich zu Ihrem Sieg. Danke schön. Oh. Kleine Überraschung, kurz bevor die Glocke 12 schlägt, unseren neuesten Titel Flügel und Wind, eine Welturaufführung. Yeah.
vergangenen Jahr gemeinsam geschafft haben. Und denk ja nicht, das nächste wird leichter. Wenn ich die Augen aufmache? Steht noch alles da. Tja. Bist du verrückt? Sofort schraubst du alles ab. Alles geleimt. Komm doch. So, jetzt ist mir alles klar. Sie haben diesen leimenden Intriganten noch unterstützt. Kaum Schmutz hat er gemacht. Nun freuen Sie sich doch ein bisschen, Fräulein Monika. Ich freue mich ja. Ich freue mich überhaupt nicht. Ich bin nämlich sauer. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand in meinem Zimmer was macht, ohne mich zu fragen. Himmelarsch! Himmel, den schon zu hören. Denk ja nicht, dass sowas Eindruck auf mich macht. Absolut nicht. Glotz nicht so. Schön, lass es stehen. Aber versprich dir nichts davon. Na gut. Ich hab zwar nichts im Hause, aber komm, ich lade dich ein. Guten Abend. Ich, die kleine Bar, begrüße Sie auf das Herzlichste. Bedienen Sie sich. Lieben Sie mich. Himmel, die Bar spricht ja. Tja. Und wo sie recht hatte, hat sie eben recht. Hm? Naja, trinken wir erst mal ein. Was, Herr Zaun? Moment. Erst sind wir dran. Mhm. Für den Zaun, für das Bad, für die Dachrinnen und vielleicht für den Schornstein? Ja, wenn es sein muss. Aber jetzt trinken wir endlich ein. Oh ja, vielen Dank. Schönen Abend noch. Lass uns doch. Nein, doch, aber nicht doch. Sie können doch nicht so einfach gehen. Und außerdem, es ist schon nach 10. 10? Frau Zaubel. Na ja, man hat so seine Prinzipien, nicht wahr? Aber man muss sie auch mal vergessen können. Also, Wiedersehen. Und wie machst du das bloß? Du bist vielleicht. Ich kann dich nicht leiden. Überhaupt kein bisschen. Gar nicht. Nur nicht weiter. Ja, ja, ich mach's ja schon. Ah, nie wieder Alkohol. Ich schwöre das. Aber nur ein aus, weiter nicht. Hey! Das war ziemlich unfair heute, weißt du das? Jetzt hast du was in deinem Zimmer. Ein Schrank, der spricht. Udo. Sind Weiber Herzen, mögen sie klagen.
einfach nur ein Mensch. Jeden Tag die Welt aus den Angeln reißen wollen und wenn es darauf ankommt, man hat mich ausgebotet. Hau doch auf den Tisch. Mensch, du musst dich durchsetzen. Auch wenn es mal schwerfällt. Ich kenn's aus eigener Erfahrung. Guck mal, und da. Echt? Ah, da. Und da. Komm. Ah, schön, was? Guck mal, die S-Bahn. Sieht aus wie ein Spielzeug. Ach, die Menschen sind ja ein bisschen kleiner, oder? Ja, von hier oben. Wisst ihr, ich möchte gern wissen, was die Menschen da unten, gerade in dem Augenblick, was die jetzt denken. Was sie empfinden. Tja, wer weiß das? Nachher stehen wir da unten und andere stehen hier und sagen, kick mal, Berlin. Weißt du, manchmal müsste man sich einfach zu den Sternen setzen können. Nur um eher so was Einfaches wie eine gerade Straße zu bauen. Ach, du Träumer. Und auf der Kirmes von Brückenbrunn dürfen natürlich auch nicht die Pudis fehlen. Also, viel Spaß. Ist hier noch Platz? Jede Menge. Tja. Schmeckt das Eis? Klasse. Da werde ich mir auch eins holen. So ein Blödsinn. Ich weiche dir aus und rede drumherum und du hast schon recht. Ich denke immer nur an mich. So ein Quatsch. Meinst du, das war alles, weil ich vielleicht eifersüchtig bin? Ach, manchmal da tut man eben Dinge, die man gar nicht richtig überlegt. Eifersucht ist doch nicht schlecht, das zeugt von Liebe. Vergiss es. Du hast ihn doch gern. Und er dich sicher auch. Du bist ein prima Kumpel, Annie. Ja. Hör auf, ich habe nur ein bisschen dazugelernt. Man muss die Dinge sehen, wie sie sind. Seine Möglichkeiten kennen. Die Grenzen. Das alles.